Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Waffenfuzzi. Daniel Lang für euch heute wieder mit der neuesten Neuheit aus 2015, Record Arms. Record Arms hat natürlich nicht lange auf sich warten lassen, nachdem Umarex und Soraki und Ecol, wie sie alle heißen, ihre Neuheiten Stück für Stück auf den Markt gebracht haben. Jetzt nun auch das Modell 2015 von Record Arms. Ich hatte kürzlich damit ein kurzes Schusstestvideo gemacht. Das ging mit der Pyro-Munition, Superflash und der normalen Nitrozellulose-Platzpatrone. Ihr erinnert euch vielleicht, hier haben wir jetzt auf jeden Fall mal dieses Record 2015 mal in einer etwas größeren Detailansicht. Im Endeffekt kann ich hier mal den alten Bruder hinzufügen. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite das Modell Record Modell COP und auf der rechten Seite, also dieses Modell hier, ist die neueste Version. Wir haben im Endeffekt bei dem Modell 2015 leichte Abrundungen im Bereich des Schlittens. Wir haben hier unsere imitierten Ventilationskerben drin am vorderen Bereich des Schlittens. Sonst ist soweit eigentlich alles identisch. PTP-Nummern sind hier auch gleich geblieben beim Modell 2015 zum Modell COP. Jetzt bekommt ihr sie, wie gesagt, auch bei uns exklusiv auf waffenfuzzi.de. Zu den technischen Details. Der Modell Record 2015, 9mm PAK, selbstredend natürlich. Wir haben Double Action Funktion. Wir haben insgesamt, lasst mich lügen, 6 Schuss plus 1 natürlich, je nachdem wer einer ins Lauf vorne reinmacht. Wir haben eine Gesamtlänge von 158mm und wir haben ein Gesamtgewicht von 610. Das Modell COP ist ähnlich schwer und ähnlich lang. Ich hebe es einfach nochmal im Vergleich für euch hin. Also es hat sich wirklich nichts geändert. Hauptsache, also auch, hauptsächlich in der Form hat sich was geändert. Funktionssicher natürlich wie eh und je. Schießt wie der Teufel. Und diese Waffe darf natürlich ab vollendetem 18. Lebensjahr frei erworben werden. Das für eine Neufälligkeit bitte nur mit einem kleinen Waffenschein. Habt ihr Fragen zum Thema Waffenschein? info@waffenfuzzi.de. Postet es hier direkt am Video oder auf Facebook, auf unserer Fanseite. Sind wir natürlich auch vertreten. Abonniert uns, liked uns, wir freuen uns natürlich über jede Anfrage, irgendwelche Kritik oder irgendwelche Wünsche, Sehnsüchte, lasst es mich wissen. Ich versuche, das zeitnah über die Bühne zu bringen und für euch hier zu präsentieren auf unserem YouTube-Channel. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao. Willkommen bei Waffenfuzzi, Daniel Lang wieder für euch hier mit der Neuheit 2015 von der Firma Record Arms. Und zwar hat Record Arms natürlich nicht lange auf sich warten lassen, seit Umarex seine zwei Neuheiten rausgebracht hat. Und zwar die Record Modell 2015. Das war die falsche Waffe. So.